Morgens um 5:30 am Flughafen Düsseldorf. Zollamtsinspektor Marcel Spreyer fährt das Röntgengerät hoch, sein wichtigstes Hilfsmittel. Das ist Dienstsiegel und ein Barmittelstempel. Dazu die Stempel. Der Zoll ist schließlich eine Behörde. Eine Schicht lang darf ich heute die Zollbeamten begleiten. Schmuggel ist Alltag und ein Problem. Der erste Flieger kommt aus der Türkei. Ist das so ein Flieger, von dem Sie erwarten, dass da viel kommt? Ja, grundsätzlich kann überall was dabei sein. Hier jetzt wird wahrscheinlich viel Lebensmittel dabei sein, eventuell Goldschmuck und vielleicht Medikamente. Dann geht es schon los. Hallo, stopp mal eben zur Kontrolle. Eine holländische Familie mit vielen großen Taschen ist Zollamtsinspektor Spreyer aufgefallen. Das ganze Gepäck geht jetzt durchs Röntgengerät. Die Frage ist, sind das Messer? Ist das eine Angel? Das sind Messer, oder? Handschuhe an, Koffer auf. Zollalltag. Spreyer geht routiniert durch die benutzte Wäsche der Familie. Messer sind hier aber keine. Weil im Ausland kann man schon mal Messer kaufen, die hier nicht erlaubt sind. Es war aber so Angelausrüstung, kein Messer, war in Ordnung. Ich frage die Familie, ob die Kontrolle für sie in Ordnung war. Ja, it's okay, ja. It's good, they check. Huh? Okay. Unterdessen ist bereits der nächste Koffer im Röntgengerät. Auch hier fällt den Beamten etwas auf. Eine größere Anzahl an Tabletten. Hier sieht man die noch deutlicher. Da oben rechts. Zoll-Obersekretär Jens Link findet mehrere Tablettenpackungen im Koffer. Was das ist, müssen die Beamten erstmal recherchieren. Dr. Google sagt, die Tabletten sind zum Abnehmen. Aber ich telefoniere jetzt mit dem Amtsapotheker und frage ihn, ob er diese Anzahl an Tabletten freigeben würde. Ich lerne, Medikamente dürfen mitgebracht werden, wenn sie in Deutschland erlaubt sind und nur für den Eigengebrauch. Und auch nur eine Menge, die maximal 3 Monate ausreicht. Dann wäre das nicht so kritisch, das Medikament. Okay, ja, vielen Dank. Tschüss. Kann er haben. Ich lerne auch an diesem Morgen, wer beim Zoll arbeitet, muss Geduld haben. Und genau hinsehen und kontrollieren. Hallo, stopp mal eben, Zollkontrolle. Kommen Sie mit der Tasche bitte mal zum Durchleuchten hier rüber. Den Koffer und den Rucksack bitte mal hier drauf. Und sehen Sie da jetzt irgendwas Verdächtiges drauf? Nee, in dem Fall nicht. Hier ist fast nur Kleidung drin. Er besteht quasi nur aus Nüssen, der Koffer. Ne? I like to X-ray your luggage. Was war jetzt an ihm auffällig? Gar nichts. Und das müssen wir auch machen. Ne? Auch wenn Leute völlig unauffällig sind, müssen wir die auf jeden Fall kontrollieren. Man kann nicht sagen, ich mache nur die eine Gruppe oder nur die eine Ethnie oder sowas. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ne? Man kontrolliert hier grundsätzlich jeden und alles nach dem Zufallsprinzip. Was Sie dabei finden, zeigt mir Marcel Spreyer jetzt im Büro. In diesem Tresor lagern die Funde der letzten Tage. Viel Bargeld, Schmuck und eine Rolex. Eine Uhr im Wert von 37.000 Euro. Wo haben Sie die gefunden? Bei einem Reisenden, der aus Dubai kam, über Istanbul. Und der hat die da günstiger bekommen, als er sie je hätte kaufen können. Jetzt ist das mit dem Preisvorteil allerdings ein bisschen dahin, weil er hätte die anmelden müssen, hat er nicht getan. Und zahlt jetzt Steuern in Höhe von 7.000 Euro nach, zusätzlich zu einer Strafe oder einem Bußgeld. Und dann dieser junge Mann aus den Niederlanden, der aus der Türkei einreist. Der Koffer war beim Durchleuchten auffällig. Was haben Sie gesehen auf dem Röntgenbild? Wahrscheinlich Zigaretten und vielleicht auch Fleisch. Marcel Spreyer findet beides. Mehr als die erlaubten 200 Zigaretten und Fleisch, das man aus den meisten Nicht-EU-Ländern nicht mitbringen darf. Die Zigaretten werden nachverzollt, das dürfte teuer werden. Und dem ertappten Reisenden scheint das jetzt auch zu dämmern. Das Fleisch landet im Müll. Und das sind 152 Euro. Was? 152 Euro. Okay. Warum haben Sie gerade den jungen Mann rausgezogen? Ich habe gesehen, er reist alleine, hat 2 Gepäckstücke. Und wenn man dann sowas findet und die vielleicht dann was lernen und das beim nächsten Mal weglassen, dann hat man mit der Kontrolle vielleicht mehr erreicht, als nur die Abgaben zu erheben. Und dann bringen wir uns wieder in Stellung. Für den nächsten Flieger. Die nächste Kontrolle. Und die kann wirklich jeden treffen.